Mädels, ich habe euch gesucht. Ich muss euch was sagen. Und zwar habe ich die Jungs gerade belauscht und naja, das mit dir war nur eine Wette. Was? Ja, also derjenige, der die hässlichste aufreißt, der kriegt halt 100 Euro. Du brauchst jetzt nicht gleich heulen. Ja, was ist falsch mit dir? Warum hackst du immer weiter auf sie rum? Hat dir Spaß gemacht, dir das zu erzählen, oder? Okay, Mädels, wollt ihr euch jetzt hier noch weiter 100 Jahre anzicken oder wollen wir vielleicht denen eins reinwürgen? Ja, aber hast du irgendwie einen Plan oder so? Ja, den habe ich. Und wie sieht der aus? Das werde ich euch nicht sagen. Ja, sag doch. Nee, vertraut mir doch einfach mal. Ihr wisst, dass ich es drauf habe, okay? Ich mache nur mit, weil alle mitmachen. Ganz ehrlich, scheiß Gruppenzwang. Aber wenn der Plan aufgeht, dann kann der Typ sich warm anziehen. Oder besser gesagt, kalt ausziehen. Abiat, Masari, Abiat, ich packe fette Tüten. Berlin lebt, Ghetto, Ghetto, bra, wir kommen im Rudel. Was für Fitnessplan, Kollege, in meiner Gegend fliegen. Sag mal, Jan, was hast du denn eigentlich dabei gedacht? Bist du komplett Gehirn amputiert? Wow, was ist denn jetzt los? Die Kündigung ist los. Ja, und hey, ihr wusstet doch, dass ich ausziehe. Oder vermisst ihr mich jetzt schon? Sag mal, du machst auch noch Witze? Ey, wenn das eine Retourkutsche sein soll, ja, da kannst du mir sowas von dem Buckel runterrutschen, und zwar für immer. Jan, weil du gekündigt hast, müssen wir jetzt alle raus. Ja, ich hab doch auch Mietverträge. Was hat das denn mit mir zu tun? Ja, jetzt komm mal mit. Was kannst du mir bitte mal erklären? Ja, das kann ich dir erklären. Weil du der Hauptmieter bist oder warst und gekündigt hast, müssen wir alle raus, weil wir Untermieter waren. Ey, ohne Scheiß, da habe ich wirklich nicht dran gedacht. Mann, Leute, ihr wisst, wie viel Stress bei mir gerade ist und irgendwie im Eifer des Gefechts. Sag mal, wow, Quatsch sollen wir dir glauben? Ich habe wirklich nicht dran gedacht, wirklich. Also den Quatsch kannst du jemand anderen erzählen. Also nur weil du Stress mit Sarah hast, ja, musst du uns doch nicht alle dafür bestrafen. Ich meine, also gut, irgendwo ziehe ich schon wegen Sarah aus, aber das hat ja nicht. Jetzt gib mir nicht die Schuld, ja? Ich hätte weiter mit dir zusammen gewohnt. Also Jan, ohne Spaß, das ist absolut. Okay, stopp. Ich glaube, das bringt uns jetzt nicht weiter, wenn jeder hier rumschreit, ja? Die Situation ist gerade, wie sie ist. Scheiße. Und wir müssen gucken, was wir jetzt als nächstes tun. Ja, Leute, hört zu. Also, wie gesagt, wirklich sorry. Ich hab's echt vercheckt. Aber naja, was ich vielleicht anbieten könnte, ist, dass ihr vorübergehend in der Bar pennt. Wow, geile Idee. In der Bar, zwischen den Bierpfützen. Mann, warum nicht gleich auf einer Parkbank, du Depp? Ja, oder ich versuche das direkt zu klären. Wenn ich dem Vermieter erkläre, was los ist, dann macht es ja vielleicht noch mal rückgängig, oder? Oder sonst. Was sonst? Ja, ach Mann, ja. Jan, jetzt gehst du einfach. Drei Bier. Was ist das hier für eine Thekenkraft? Wer bezahlt die jetzt? Wie, du fragst nur, wer die zahlt? Die geht natürlich auf Jan. Das ist ja wohl die Spitze des Eisbergs. Danke. Auf die Obdachlosigkeit. Darauf, dass wir zwischen Kartons unter der Brücke schlafen. Oh ja, bei Müll und Ratten. Oh nein, ohne Toilette und ohne Dusche. Lecker. Meint ihr das alles ernst? Ich brauche morgens doch meinen Föhn. Alter, das ist dein einziges Problem? Ich weiß echt nicht, ob ich das Jan wirklich glauben kann. Ich meine, natürlich kann man mal Sachen verpeilen, aber doch nicht bei sowas. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass das irgendein mieses Nachtreten war. Hab keinen Plan, wohin ich gehe. Schwimme mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, Casco, Bouch, Herr. Hallo, Jungs. Cool, ne? Hey. Kann ich mal kurz mit dir reden? Mit dir unter vier Augen, wenn es geht. Okay, ja, hau schon ab. Dankeschön. Worum geht's? Ja, also ich weiß gar nicht richtig, wie ich das sagen soll. Wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen neidisch auf Chiara. Ich meine, ich habe dich gesehen und ich dachte direkt, wow, was ist das für ein Typ? Und ich wollte dich einfach fragen, ob du mich komplett hässlich findest. Ich meine, du bist so ein attraktiver Typ. Nee, also ich finde dich auch ganz schön nett. Ich meine, ich bin Single und ich bin schon echt lange Single. Und ich vermisse halt auch dieses Körperliche, wenn du weißt, was ich meine. Was? Naja, also wir könnten uns ja in 5 Minuten in der Umkleide treffen und gucken, was passiert. Ja klar, aber ich muss erst kurz zu meinem Kumpel reden. Ja, kein Problem. Also dann in 5 Minuten in der Umkleide. Oh, okay. Also es steht, ne? Ja, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Dummkopf. Bingo.
Dass ich die Challenge mit der Hässlichen schon gewonnen habe, ist ja schon cool genug. Aber so ein Leckerchen zwischendurch, das ist ja wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Herr Jäger, was machen Sie denn noch hier? Ich packe meine Sachen. Tut mir leid, Frau Steinmeier. Wie Sie packen? Das ist hier das Kündigungsschreiben. Das ist für Sie. Das ist meine offizielle Kündigung. Was soll das? Die Schüler sind hier einfach nicht lernwillig. Und ich bin Lehrer. Und das ist mir einfach ein bisschen zu heftig hier. Ja, eben. Sie sind Lehrer. Ihre Aufgabe ist es doch, die Schüler zu motivieren, damit sie lernen. Hören Sie, ich bin kein Motivationscoach. Und wie Sie schon sagen, ich bin Lehrer. Und für den Hungerlohn hier mache ich das auch nicht. Ja, wollen Sie sich denn nicht mal von Ihren Kollegen verabschieden? Sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Tut mir leid. Das hier in der Schule ist echt nicht mein Fall. Sollen sich doch die anderen an den Schülern abarbeiten. Ja, ja, Habibo, wo deine Weiß. Wirf ein paar Kilos über die Schweiz. Hallo? Hallo? Hey, schön, hey, dass du da bist. Und was machen wir jetzt? Naja, was? Wohl, komm rein. Warte, ich helfe dir. Mhm. Warte, lass mich mal. Hilfe! Spinnst du? Leute, was ist hier los? Was machst du mit dem Mädel? Es ist nicht, wonach es aussieht. Ja, ja, ist klar. Warum bist du nackt und sie schreit nach Hilfe? Sie wollte es, es war ihr Reden. Hey, stopp jetzt, ich rede jetzt hier, okay? Weißt du überhaupt, wie alt sie ist? Nee, woher soll ich das wissen? Ja, dann mach dir mal Gedanken. Die ist vielleicht noch keine 18. Mann, ey, so eine Scheiße! Ist dich, du hast so eine Blöde! Ich bleibe doch, ey! Ich zeig alles wieder! Was spielt ihr? Wo sind wir denn jetzt? Habt ihr sie noch alle? Du Penner, ey! Das ist was so ein Idiot, echt. Das hat gute ja, Aktion, echt. Das hat mega. Ja super geklappt. Wenn irgendwas ist, ihr wisst, René ist da, wenn ihr irgendwas braucht. Cool. Danke. Ciao, ciao. Ach, und Maria, danke. Ja, kein Ding. Komm vom Herzen. Guck mal hier, du Arsch. Geh kacken, Hose ist ja schon unten. Mann, war das ein scheiß Verarsch oder was? Scheiße! Mann, ey, gib mir doch meine Hose. Komm doch. Komm. Komm, jetzt gib schon. Komm, spinnst du? Komm, gib mir meine Hose jetzt. Es hat richtig Spaß gemacht. So verkehrt ist Maria anscheinend doch nicht. Hat irgendwer jetzt schon was von Jan gehört? Nein. Nee. Okay, und was machen wir jetzt, wenn es bei dieser blöden Kündigung bleibt? Ich habe eben herumtelefoniert wie ein Irrer, ja? Aber es ist verdammt nochmal richtig schwer und es ist wie ein Sechser im Lotto, eine bezahlbare Wohnung in Köln zu finden, die auch noch für drei Personen geeignet ist. Hey, Leute, wie sag ich's? Ich habe alles versucht und ich konnte leider nichts mehr dran ändern. Und der Vermieter meint, ihr müsst Montag raus. Ganz ehrlich, Jan, du bist doch nicht mehr ganz frisch, oder? Beruhig dich mal bitte wieder, ja? Wir können nichts mehr tun. Die Situation ist Gott nun mal so, wie sie ist. Und mir tut's ja auch mega leid. Es ist mega dumm, also maximal dumm. Es mag ja sein, dass es dir leid tut, aber davon können wir uns auch nichts kaufen. Richtig. Habt ihr denn irgendwas in Aussicht? Also woher denn? So kurzfristig, für drei Leute. Wir hatten ja die Hoffnung, dass du beim Körner irgendwas reißen kannst, aber wirkliche Hoffnung hatten wir da auch nicht. Sonst noch was? Nee, ja. Sorry. Oh, verdammte Scheiße, was sollen wir denn jetzt machen? Wenn wir nicht ganz schnell was finden, dann sind wir nächste Woche obdachlos.
einfach los. Scheiße.